Kapitel 2 – Ruf oder Ehre. Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Viola? Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich. Okay. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja! Oh. Jackpot! Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Wodka in einer Melone, wie bescheuert hört sich das denn bitte an? Okay, wir schauen mal. Ach so, ich wollte gerade sagen, das sind ihre Haare. Irgendwas war hier gerade komisch. Okay, also diese Grafikfehler beim Bewegen, das ist schon unheimlich seltsam programmiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja immer noch auf der hohen Auflösung. Ich musste das ja von Ultra leider runterstellen, weil ich gedacht habe, dass es damit vielleicht was besser würde mit diesen Haken die ganze Zeit. Aber naja, war leider nicht so. Hier ist doch das, was zu sammeln. Wer kauft den Scheiß? Ja. Ernsthaft. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt gerade bei euch gewesen ist, aber bei mir in den Kopfhörern war das jetzt so mega laut. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Okay, ich meine, dass hier irgendwas Böses wahrscheinlich gleich passiert, das ist mir schon klar.
Nicht jetzt? Doch, Moment, da ist noch was. Hm. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Ich würde es ja nicht machen, aber ich schreck ihn mal. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Jacob! Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Okay, wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht, aber ich bin ganz ehrlich, das war jetzt mal interessant zu wissen, was jetzt da passiert. Ich habe schon gedacht, die kriegt da selber was ab oder so. Warum ist das hier so komisch? Bin ich jetzt von da gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Doch klar, hier waren ja die Requisiten. Kann man dann nochmal was öffnen? Okay, da tut sich offensichtlich nichts. Suchen wir jetzt hier eigentlich immer noch das Bier? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier... Ah, Moment, da ist noch was. Ein Hinweis. So, Lodge-Renovierungspläne. Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Ja gut. Wird wahrscheinlich später noch wichtig werden. Kann ich jetzt überhaupt nicht zuordnen. Okay. Da war doch eben irgendwo was... Wo eine Tür offen stand. War das hier? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da durchzugehen. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Oh, hier ist eine Tür. Das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut, ist gut. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt eine Tiefkühltür, aber okay. Kann ich mit dir hier irgendwas reden oder machen? Oder? Also nicht das, was du wahrscheinlich willst, was ich mache. Was soll man denn hier machen? Hallo? Wir haben doch schon alles durch. Wobei, die Klamotten sagen mir jetzt nichts, aber das noch was? Harem Scarum?
Alles ergibt Sinn. Ja, für mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harum Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Okay. Ergibt für mich jetzt trotzdem noch keinen wirklichen Sinn, aber gut. Hat man denn hier irgendwas verpasst oder so? Kann man auch nichts machen? Hier war ich schon mal, ja. Hier war ich schon mal. War ja draußen dieser komische, gruselige Typ da. Und da bin ich jetzt eben reingegangen. Ja, ich drehe mich hier im Kreis, aber ich komme ja vorne leider nicht raus. Hier ist die Spinne drin. Normalerweise müsste hier doch... Okay, das ist komplett leer. Wo würde jemand das Bier aufbewahren? Keine Ahnung. Es ist nicht so gut, dass ich hier direkt vor dem Fenster stehe. Gut, ich weiß ja, oder sie weiß ja im Endeffekt nicht, ne? Was da passiert. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Oh, also dann, Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Da. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Okay. Wo sind die Chips? Wir müssen ja noch irgendwas zum Bier dabei haben, ne? Können wir da reingucken? Jacob! Sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. Und nein, Schätzchen, es hieß, es gäbe keine Bären da oben. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Okay. Fertig. Ich glaube, da konnte man doch noch... Nee, da kann man nichts nehmen. Okay. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Okay. Ich wollte gerade sagen, war das nicht eben offen? Aber das war, soweit ich weiß, nicht offen. Ist das so gut, wenn ich jetzt hier nochmal am Fenster vorbeispaziere? Ich weiß es nicht.
Wir haben uns ja schon im Visier, beziehungsweise mich, also sie. So. Da ist er. Okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Ich wusste es. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Ja, keine Ahnung. Ich... Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann. Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butterpops. Sind die nicht für Kinder, genau. Was sind Butterpops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, Peanut Butter, Butterpops. Pop, 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 I'm in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Buah. Oh mein Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay, das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah. Verstehe. Ladies first. Danke. Wo lang? Okay, das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Pff, okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen?
Nicht Mr. H, ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Ja, dann schauen wir doch mal, wie cool. Wir gucken erstmal alles, was hier drin ist, an. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Was, wenn wir es brauchen? Genau. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Ich hätte es ja mitgenommen. Kann ich da nochmal? Nee, kann ich nicht, ne? Na gut, dann... Na hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Geheimer Sex-Dungeon, genau. Tja, Schätze, sie führt wohl in den Keller. Huh. Warum sollte Mr. H eine geheime Falltür zum Keller in seinem Büro haben? Vielleicht gab sie schon, bevor es sein Büro war. Er ist älter als der Tod, das war schon immer sein Büro. Ist wahrscheinlich ein Lager. Ja, oder er braucht einen Fluchtweg, wenn man ihn irgendwann erwischt. Okay. Oder es ist ein Lager. Mach sie doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich da jetzt runterkletter, aber wir wollen natürlich mal gucken, ne? Vielleicht könnte das ja ein Ausweg sein, im Ernstfall. Vielleicht werden wir auch gleich ermordet. Ich habe keine Ahnung. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh, na. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Ist der bequem, so einen will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Komm schon, er kriegt's schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Jetzt war so klar. Ah. Come on. Das war nicht geplant. Hm. Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind.
Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ah, okay. Also diesmal scheint es nicht in zwei Zeiten zu spielen. Betreuerverzeichnis. Kapitel 2. Chris Hacketts Büro. Eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönliche Angaben und ihre Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Laura Kearney und Max Brinley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Ja, das Wieso haben wir ja schon mitbekommen. Okay, Moment. Ist das jetzt nochmal? Nee. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Okay. Eigentlich habe ich draufgeklickt zum Ansehen, aber offenbar möchte der das nicht. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich rufe dich an. Wieso? damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Mm, smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Weird, ich dachte, da wäre jemand. Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Übrigens fällt mir gerade auf, von wegen Feuerwerk, das war vielleicht wirklich nicht so die beste Idee. Weil er hatte ja am Ende noch gesagt, wir sollen um Himmels Willen leise sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Feuerwerk ausgeht. Ich dachte jetzt nur, nee, Moment, dann gehen wir vielleicht. Ich dachte jetzt nur, dass wir dann eventuell ja um Hilfe rufen könnten damit. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys... Ah, sie können sicher noch ein bisschen laden. Ah, okay. Ja, da ist ja noch was an der Tür. Da gucken wir mal. Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. Oh. Fresche Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Huh. Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher.
Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H. auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Okay, dann schauen wir uns noch mal schnell ein bisschen um. Moment da. Ah. Kann man die nicht nehmen? Nein? Okay. Okay, davon hätte ich jetzt gerne ein Foto gemacht. Das scheint noch, wichtig zu sein. Nee, hallo. Obwohl, könnten wir da noch was machen? Ich denke mal nicht, oder? Was war das? Wird schon nicht sein. Mhm. Manchmal sollte man nicht so unbedarft sein. So, jetzt ist die Frage, von wo sind wir jetzt gekommen? Ach, das ist ein Schlafzimmer, okay. Okay, ja, sonst scheint hier aber nicht viel zu sein. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Ja, ob es so unspannend ist, weiß ich nicht, aber... Können wir hier wieder raus? Ah, okay. Dann schauen wir mal. Nice. Vollgeladen. Mit 28%. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke.